erste Brezel, 1,5 Stunden, 10.21 Uhr, Anfahrt ist ready. Da kommt der Fixsprung hin. Da ist schon richtig viel Erde bewegt worden mit dem Bagger. Da wird die neue Kiste eingebaut. Alle sind übelst fleißig am Helfen. Ich bin absolut begeistert, was in 1,5 Stunden schon bewegt worden ist. Ich glaube, wenn wir hier wirklich 2 Tage richtig durchackern, wird das ein Dream. Ein Dream-Spot in Ronstein. Ich habe gesagt, ich will vloggen. Vloggen ist wichtig. Das letzte Mal haben wir uns in Malaga gesehen. Ja, da durfte ich deine Fahrräder ausleihen. Jetzt darfst du mit Schaukeln helfen. So, wir landen für den Tricksprung. Fast fertig. Kitzlein steht auch gleich. Läuft. Ich bin so krass begeistert. So, Leute, es ist 20.49 Uhr. Ich bin zu Hause. Ich habe unfassbare Rückenschmerzen. Wir haben 2 Tage diesen Dirtpark komplett reshaped und ich bin echt begeistert von diesem Outcome. Ich muss ehrlich sagen, ich habe leider nicht viel gevloggt, weil ich die ganze Zeit der Bauleiter war und von einem Menschen dort unzählige Fragen bekommen habe. Und immer wieder, ja, einfach, ich war einfach komplett im Arbeitsmodus und bin so gar nicht zum Video, Film, Vloggen gekommen, keine Ahnung. Jan hat nebenbei gefilmt und über den ganzen Bikepark machen wir natürlich, oder den ganzen Reshape machen wir ein Video. Das heißt, am Sonntag, liebe Leute, kommt dazu ein Video für euch raus. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, bestimmt werden alle eure Fragen genau darin beantwortet. Heute ist Sonntag und ja, bis Donnerstag sind noch ein paar Tage, bis dieser Vlog rauskommt und wahrscheinlich wird es recht spannend, weil mein Rücken so weh tut, dass es höchstwahrscheinlich wieder ein Bandscheibenvorfall sein wird. Bleibt also spannend. Mein MRT-Termin ist in 4,5 Wochen. Das ist viel zu lange hin, weil die Saison geht jetzt los. 4,5 Wochen ist viel zu spät. Ich muss vorher wissen, was Phase ist, damit ich weiß, was ich tun kann, was ich nicht tun kann, was ich tun kann, damit das aufhört, dieser Schmerz. Kortison-Infiltration ist eine Möglichkeit, aber das ist halt auch nur eine Symptombekämpfung, nicht die Ursachenbekämpfung. Dann jede kurzer Sinn, es geht wieder um Rücken. Es wird spannend. Wir hoffen das Beste. Ich muss jetzt ins Bett. Leute, ich war da beim Arzt. Der Arthur ist schon ein langjähriger Arzt von mir. Der hat mich schon an einigen Stellen zusammengepflegt, unter anderem Handgelenk und Schlüsselbein. Und der erste Meinung ist, dass es kein Bandscheibenvorfall ist, sondern eine Blockade. Ich dehne mich jeden Tag, wirklich jeden Tag im Moment. Das ist ganz wichtig, damit die Spannung und der Druck rausgeht. Selbst wenn es ein Bandscheibenvorfall wäre, ist wichtig, dass man sich dehnt, damit er eben diese Verspannung, der Druck auf die Bandscheibe sich löst. Er hat mich ein bisschen so eingerenkt, allerdings sehr vorsichtig, was ich gut fand. Hat tatsächlich einen sehr großen Knack auch auslösen können im Unterhalb meiner drin Wirbelsäule, wollte ich sagen. Ja, mir fehlen ein bisschen die Worte. Ich bin richtig kaputt vor diesem Shape-Wochenende. Ganz ehrlich. Anyway, er hat mich jetzt gespritzt in die Muskeln. Ich weiß nicht genau was. Ich glaube, es ist so eine Art Muskelrelaxer und Schmerzmittel. Und es müsste jetzt besser werden, dass die Blockade sich gelöst hat. Wenn es bis Mittwoch nicht gut ist, schnell in die Röhre checken. Ich nehme euch mit. Jetzt heute erstmal Couch mit diesem kleinen Feller. Heute mal ein bisschen ruhig, Oreo, ne? Nur Büro. Heute wird nur Büro gemacht. Oreo, Büro. Ich sag's, wie es ist. Der Boy hat gar keinen Bock auf Büro. Du willst nur Sonne anbeten, ne? Prill macht, was er will. Gestern noch knapp 25 Grad gehabt am Vormittag. Temperatursturz, heute sind es nur noch 6 und es regnet. Am Montag habe ich ein paar Spritzen bekommen, heute ist Mittwoch. Der Rücken ist insofern besser, dass die Muskulatur nicht mehr so verspannt ist. Allerdings habe ich am L5-Wirbel rechtzeitig irgendwie immer noch eine Thematik und ich kann mich nach dem Sitzen nicht aufrichten. Bedeutet, heute ist Mittwoch, eigentlich hätte es besser sein müssen, ist es aber noch nicht. Und um 9.30 Uhr habe ich Osteopathie und dann werden wir weiter sehen, wie es da weitergeht. Es bleibt spannend. Jetzt aber erstmal hier diese Regenhunde-Runde beenden, den Hund füttern und weiter ans Büro, bis ich um 9.30 Uhr dahin düse. Ich überlege, ob ich das mit dem Fahrrad mache bei 6 Grad. Das überlege ich mir besser zweimal. So, wir haben jetzt zweimal die Empfehlungstags-Gemüseplatz an, ne? Für den Herrn. Oh. Bitte schön. Für die Dame. Die Dame fehlt noch. Ah, hi! Wer ihn nicht kennt, DJ Wayne Hart. Hallöchen, Frau Föhrchen. Wir kennen uns schon seit echtes Mutter an, schon 3 Jahre. Eher 4 Jahre. Der Stefan war dafür verantwortlich, dass ich Red Bull kommentieren durfte, dass ich eine Red Bull-Kolumne schreiben durfte.
Was haben wir noch gemacht? Ein paar Events haben wir noch gemacht. Und dass du einen geilen Kühlschrank hast. Und dass du einen geilen Kühlschrank hast. Genau, das ist eigentlich alles, hat Stefan alles organisiert. Stefan legt aber nebenbei noch auf und dann am Agri-Skiing Day, der jetzt nächstes Wochenende ansteht. Und da geht's richtig ab. Und wir essen alleine zusammen. So sieht's aus. Was ich euch noch aber vorher sagen muss, ist, also schneide ich das denn jetzt? Weiß ich gar nicht. Vielleicht mache ich es auch im Nachgang. Ich war ja beim Osteopathen. Der hat lange an mir rumgezuppelt. Der hat sehr viel getriggert und sehr viel gedrückt. Und auch er hat gesagt, Blockade, Iliumblockade, heißt hier Becken, Kreuzbein, Lendenwirbelsäule war blockiert und versteift. Er hat sehr viel langgezogen und sehr viel getestet und hat am Ende dann auch irgendwann recht hart gerenkt und es hat viel geknackt und seitdem geht es schon ein bisschen besser. Es dauert aber ein bisschen, ich muss viel dehnen, weil ich zu viel Fahrrad fahre und zu wenig dehne. Immer noch, obwohl ich das schon regelmäßig mache. Also Leute, wenn ihr wirklich viel Fahrrad fahrt, dehnt euch. Lange Rede, kurzer Sinn, es wird von Zeit zu Zeit besser und weil Radfahren ja so geil ist, machen wir das jetzt gleich noch. Ja, und seid gespannt, bald kommt die Jasper Dehnt Serie. Ich glaube, die wird richtig geil. Jasper Dehnt. Liegt der Schnee? Schnee! Oh, zack, auf dem Mountainbike. Wayne ist hinter mir. Und wir fahren jetzt natürlich kurz zum Dirt-Spot. Der will sich das mal angucken, was wir da gemacht haben. Und dann nehme ich euch mit auf die Home-Trail-Runde. Ihr kennt die natürlich schon, aber ich glaube, es wird lustig mit dem Wayne. Sag ich ganz ehrlich, könnte eine richtig spaßige Runde werden. Was sagst du dazu? Alles mega, einfach Tippen-Turbo geil. Ich habe gar keine Ahnung, was du mich fragst. Mega auf den Tippen Turbo geil, kennt man doch. Alter, was ein Spot das geworden ist. So, hier wir sehen, da steht Wasser drin. Das muss man nochmal drainagieren. Machen wir die Leine hier. Da ist auch noch ein bisschen ein Wasserspot. Der Pumptrack ist ja auch schön hergerichtet. Aber die Pebbles sehen gut aus. Diese Holzkonstruktion, das war schon da, genau. Wir haben nur den Sprung davor, eben, also den Absprung und die Landung doppelt so hoch gemacht wie vorher. Dass jetzt mehr Leute den springen können. Full Send Wayne! Oh, voller krasser Send, Alter. Hier ist oben. Also, Amen. Verteilten das Boot unter den Armen. Alter, offen jetzt. Okay, ich fahr dir einfach, versuche dir. Nee, ich fahr dir hinterher. Ach du Jemine. Ich coache dich ein bisschen, wenn du Bock hast. Ich ruf dir so sinnvolle Sachen zu wie: Mach die Beine schwer! Die Federung aufmachen. Oha, ich glaube, ich hatte meine gar nicht zu, ehrlich gesagt. Nee, war nicht zu. War nicht zu, ne? Hey. Letzte Frage noch, bevor es reingeht. Irgendwelche speziellen Sektionen? Ja, es kommt eine Kante und eine Senke, da werde ich aber rufen. Gut. Eieiei. Also, Kollege. Ja. Oh, Wayne. Versuch mal ein bisschen in die Arme zu gehen. Ja, genau. In den Armen bleiben. Gleichmäßig bremsen und vorne bleiben. Auch richtig, nicht zu weit nach hinten. Nicht zu weit nach hinten, eher flach machen. Anstatt nach hinten gehen, machst du dich schön flach, wie hier zum Beispiel. In die Arme gehen, in die Beine gehen. Schön flach werden. Dann hast du genug Bewegungsspielraum, schön flach bleiben. Da kannst du einfach über die Stufen einfach runterrollen, in der Mitte. Ich würde nicht nach rechts ausweichen, ich würde die Stufen nehmen. Und ich würde, schau mal ganz kurz, ich mach's dir mal vor. Du sitzt so auf dem Rad, so wie ich jetzt bin, ja? Und du kannst tatsächlich bei so einer Stufe, kannst du dich so flach machen. Und dann drückst du die so weg. Und dann bleibt dein Rumpf auf einer Höhe. Wenn du schön in die Arme gehst, dann kannst du die Stufe so aktiv wegdrücken. You can do it as you like. You can do it if you really want. Du aktiv mit dem Fahrrad nach unten, gell? Ja. Deswegen in die Arme gehen. Weil du ja diesen Federweg der Arme komplett nutzen kannst. Und wenn du dich klein machst vor einer Stufe. Steif, genau. Ich muss die tief drin. Ja, du musst das so vorstellen. Ne? Da ist ja eine Stufe, die kommt. Und wenn du jetzt deine Arme so gebeugt hast und da kommt eine Stufe, was passiert mit dem Kopf? Der macht den hier. Und wenn du jetzt aber so gebeugt bist, so, und dann kommt eine Stufe, dann macht das Vorder einfach den hier und dein Kopf und Rumpf bleibt gerade und dann hast du Sicherheit. Also einfach tiefer gehen. So ja, wie beim, genau. Eigentlich ist es ja im Prinzip wie beim
Snowboard fahren, wo die auch immer tiefe Stiche kämpfen kannst. Eigentlich hast du den beiden bloß einen Arm auch. Exakt. Juhu! Genau, und vorne bleiben. Wenn man dazu neigt, in die Arme zu gehen, neigt man auch dazu, nach hinten zu gehen. Wenn man langsam ist, Geschwindigkeit gibt Sicherheit, gell? Ja. Das ist bei mir immer so, glaube ich, weil man aus so einer Sozialisierung... Oh, guck mal da. Großer Bus hat. Oh. Wenn man aus so einer komischen Sozialisierung von früher kommt, ja, da hat man immer gesagt, Arsch weit hinten übers Hinterrad. Ich weiß, ey, mein Vater früher auch, als ich Kind war, hat er das auch gesagt. Ich, zum Glück bin ich doch noch nicht Mountainbike gefahren, sondern nur Fahrrad. Da sind wir zum Hackensee gefahren, hat er das auch mal gesagt, Arsch nach hinten. Und dann hast du halt die gestreckten Arme und dann hast du genau das Problem, was ich gerade gesagt habe. Das ist genau das, wie ich so sozialisiert wurde in so einer Welt. Und hier auch wieder einfach locker lassen, das Rad unter dir rollen lassen. Wenn du ganz locker bist, kann das auch mal nach links und rechts rutschen, wenn du in den Armen und Beinen bist. Überhaupt kein Problem. Bist du da? Jawollo, Witz. Flach machen, vorne bleiben. Jawohl. Super. Hier kommt eine Senke. Wenn hier Schuss runtergekommen, keine Ahnung, mit 40 Klamotten oder irgendwas, von da oben. Und dann kam diese Senke. Das war, glaube ich, einer meiner ersten Vlogs, den ich wieder gemacht habe. Und dann bin ich da unten gelandet. Und also, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, Feierabend. Wenn ich dagegen fliege, ist einfach von 100 auf 0 alles kaputt. 0 oder 100. Und dann habe ich genau das gemacht, habe mich hier ganz klein gemacht, habe das richtig versucht wegzuracen und bin halt genau unten in der Senke gelandet, Fahrwerk komplett durchgeschlagen, vorne, hinten und habe es noch irgendwie wegdrücken können. Aber ich habe wirklich gedacht... Aber du hast auch keinen Bock wegzuschmeißen, oder? Nee, weil das ist ja noch gefährlich. Ich habe schon gedacht, irgendwie rät ich's, aber ich war... Auf jeden Fall, ich habe mich richtig erschrocken und ich bin hier komplett Knallgas. Also wirklich, wie ein Geisteskranker bin ich hier runter und ich habe nicht gewusst, dass hier diese Senke kommt und war dann auf einmal so, huh. Ja. Jetzt komme ich wieder so oberlehrerhaft, weiß ja, Geschwindigkeit, nur so weit gucken kannst. Genau, nicht Geschwindigkeit, gesichert, sondern wie sagt man das? Nur so weit gucken kannst. Das war's auch schon, jetzt musst du da nochmal durch. Was man in den ganzen Guide-Dingern immer lernt, macht es nicht so, nicht immer kurz vorm Hindernis anfahren. Ja, genau. Schön auch anfangen gehen. Ja. Machst du gut? Jawohl! Wayne Hart wie ein Rocker! Und jetzt kommt auch noch ein fieser rechter Ausgang mit unten Brückensituation. Ja, bleib vorne, bleib flach. Super! Danke. Voll geil. Geil, danke schön. Ey, geil. Weißt du, man hat immer in meinem Kopf, Angst. Ja. Also in meinem Kopf immer Angst, wenn du weit vorne bist, dass du halt den hier machst. Ne? Genau. Aber eigentlich machst du den. Genau das Gegenteil, ja, genau. Dadurch. Deswegen. Und schön pumpen hier, gell? Genau. Das gibt ordentlich Trizeps, das sieht gut aus. Und wenn du halt die Arme steif hast, dann hast du ja eher das Ding einzuhaken und irgendwo über den Lenker zu gehen, als wenn du die Arme weich hast. Ja, wie diese, also jetzt übertragen wiederum aufs Snowboard fahren, ne? Diese typische Haltung von Leuten, ich glaub, wir sind falsch. Die sich hinten reinsetzen. Ja, und ich glaube, wir sind links gemusst, ja. Ich check mal kurz die Karte. Aber schöner Ausblick hier.